Häuptling Kajiritja Mugenje ist ein erstaunlicher Mann. Er erzählt seinen Ahnen am heiligen Feuer, dass wir, das deutsche Fernsehteam, in guter Absicht gekommen seien, dass wir mithelfen wollten, dem deutschen Volk zu erzählen, wie sehr das Volk der Hereros gelitten hat. Das wollen wir tatsächlich. Aber warum eigentlich glaubt Kajiritja Mugenje, uns trauen zu können, nach all dem, was die Deutschen seinen Vorfahren angetan haben? Wenn Angila Mugenje, die Frau des Oberpriesters und Häuptlings, wieder die heilige Kuh melkt, so ist das auch ein Zeichen neuen Selbstbewusstseins. Jahrzehntelang hatten die Missionare der rheinischen Mission gegen die heidnischen Rituale gepredigt und ungewöhnliche Christianisierungserfolge in die deutsche Heimat melden können. Was die Missionare noch nicht geschafft hatten, schafften die deutschen Soldaten Anfang dieses Jahrhunderts. Nach dem Herero-Krieg erloschen mit den letzten heiligen Feuern viele ihrer alten Traditionen, ihre Identität und beinahe auch das Volk der Hereros. Heute glimmen die heiligen Feuer wieder. Die Orte, an denen die Hereros das Gespräch mit ihren Ahnen suchen, die Feuer, entfacht von den Frauen und beschützt von den männlichen Würdenträgern. Vieles andere aber wird nicht mehr so sein können wie vor der kurzen deutschen Kolonialherrschaft von 1884 bis 1915. Traditionen und Rituale, sie sind auch bei den Hereros unmittelbarer Ausdruck ihrer Kultur und ihres Alltags. Beides ist bei ihnen übermächtig geprägt durch die Bedeutung des Rindes. Die Größe der Rinderherde ist gleichbedeutend mit Macht und Einfluss. Bevor der Oberpriester nicht von der Milch der heiligen Kuh gekostet hat, darf keine andere Kuh gemolken und keine Milch getrunken werden. Immer schon waren die Hereros nomadisierende Rinderzüchter. Wahrscheinlich sind sie im 16. Jahrhundert aus dem Norden und Osten über Angola in das heutige Namibia gekommen. Stolz und kriegerisch bezeichneten sie alle anderen Menschen, auch die Weißen, als Sklaven und versuchten sie auch so zu behandeln. Die Buschmänner und Damaras zu unterdrücken gelang ihnen. Gegen die Namas, die Hottentotten, führten sie blutige Kriege um Weidegebiete, die 1892 schließlich mit einem Friedensvertrag beendet wurden. Die entscheidende Veränderung ihrer Lebensweise und Lebensmöglichkeiten erfuhren die Hereros durch die deutschen Kolonialherren. Sie verloren große Teile ihres angestammten Weidelandes, ihres Viehs, ihres Eigentums, ihres Stolzes. Heute arbeitet ein Teil der etwa 60.000 Hereros für weiße Farmbesitzer. Oder sie leben im sogenannten Reservat, auf einem Land, das durch Trockenheit und Überweidung Mensch und Tier mitunter kaum das Existenzminimum gewährleistet.
Trotz der vielen negativen Erfahrungen in der Kolonialzeit tun die Hereros noch heute einiges, was sie für deutsch halten. Ihre alljährlichen Truppenspiele im August in Okahandja mit Fantasieuniformen und deutschen Kommandos und Orden, sofern sie irgendwelche organisieren können, sind ein Teil davon. Die verheirateten Herero-Frauen tragen selbstgeschneiderte Kleider, wie sie die ersten deutschen Missionarsfrauen getragen haben. Deutsche Offiziersränge bis hinauf zum Generalfeldmarschall versetzen die Besucher dieser an sich friedlichen und unbewaffneten Veranstaltung immer wieder in Erstaunen. Trotz allem, was in der Vergangenheit geschehen ist, hat Kuahima Rihuako, der derzeitige Oberhäuptling des Herero-Volkes, einmal gesagt, hat sich zwischen den Hereros und den Deutschen eine Art Beziehung entwickelt. Sie haben sich einander genähert und einander akzeptiert, da beide arrogant sind. Der eigentliche Anlass für den Herero-Tag in Okahandja ist der gemeinsame Besuch der Gräber ihrer drei größten Oberhäuptlinge, Jamua, sein Sohn Maharero und dessen Sohn Samuel Maharero. Jener Samuel Maharero, der die deutschen Kolonialherren am 12. Januar 1904 mit einem geheim und gründlich vorbereiteten Aufstand überraschte. Samuel Maharero. Er wurde 1890 Oberhäuptling der Hereros. Wegen Landverkaufs und Verträgen mit den Deutschen war er bei seinem Volk nicht immer unumstritten. Seit 1894 sein deutscher Gegenspieler, der Major und spätere Gouverneur Theodor Leutwein. Er betrieb gewissermaßen eine Politik mit Zuckerbrot und Peitsche. Geschickt verhandelte er mit Hottentotten und Hereros, schloss mit ihnen Verträge, vermied damit größere gegnerische Allianzen und schlug meist erfolgreich gezielt militärisch zu. Mit dieser flexiblen Strategie gelang es ihm immer wieder, dieses riesige Territorium mit einer Handvoll Soldaten unter Kontrolle zu halten. 1897 bestand die deutsche Schutztruppe aus 747 Mann. Theodor Leutwein war ein Mann voller Widersprüche. Einerseits schien er Verständnis für seine Gegner zu haben und respektierte ihre Menschenwürde. Andererseits ließ er erbarmungslos Todesurteile gegen Aufständische vollstrecken. Der Herero-Häuptling Nikodemus war einer von ihnen. Er kam vor ein Kriegsgericht in Okahandja und wurde am 13. Juni 1896 hingerichtet. Die alte rheinische Missionskirche und der Friedhof in Okahandja. Der Christ Nikodemus liegt hier begraben. Frage an einen Kenner der Geschichte Namibias. Mr. Sese, können Sie uns sagen, warum Nikodemus von den Deutschen erschossen worden ist? Nikodemus ist von den Deutschen im Jahre 1896 erschossen worden. Man kann sagen, dass das der Beginn des Krieges zwischen den Deutschen und den Hereros war. Damals hatte es einen Streit gegeben unter den Hereros, die im Osten in der Nähe von Gobabis lebten. Nikodemus hielt sich dort auch auf. Irgendetwas hatte mit ihren Rindern nicht gestimmt. Auf jeden Fall weideten die Herero-Rinder in den sogenannten weißen Gebieten und die Deutschen erschossen daraufhin diese Rinder. Die Folge war, dass die Hereros und auch Nikodemus selbst einige Deutsche in Gobabis töteten. Das war der Grund, warum Nikodemus hier in Okahandja erschossen worden ist.
Eine der ältesten sogenannten Besitzstandskarten von Deutsch-Südwestafrika lässt ahnen, worum es den Hereros ging. Die grünen Flächen zeigen die verlorenen Weidegebiete. Verloren an das Deutsche Reich, an Minen, Eisenbahn- und Farmgesellschaften und verloren an deutsche Ansiedler. Bei Ausbruch des Herero-Aufstandes waren 33 Millionen Hektar, etwa die Hälfte des Schutzgebietes, nicht mehr im Besitz der Eingeborenen, wie sie damals hießen. Dem zum Obersten beförderten Leutwein war es wieder einmal gelungen, eine große Allianz seiner potenziellen Gegner zu verhindern. Samuel Maharero rechts schafft es nicht, den mächtigen Nama-Kapitän Hendrik Witboy zum gemeinsamen Losschlagen gegen die Kolonialherren zu bewegen. Witboy erklärt erst 9 Monate später den Krieg, den auch er alleine nicht gewinnen konnte. Der 12. Januar 1904. Die Hereros schlagen im ganzen Land überraschend zu. Die verhassten Händler, die sie in unbezahlbare Schulden getrieben und deretwegen sie viel von ihrem Land verloren hatten, trifft es ebenso wie ahnungslose Farmer und Schutztruppensoldaten. Die Herero-Krieger werden auf 8000 mit mindestens 2500 Gewehren geschätzt. Die Stärke der deutschen Schutztruppe beträgt nach wie vor 770 Mann. Ein Großteil von ihnen ist allerdings im Süden des Landes unter dem Kommando von Oberst Leutwein mit der Niederschlagung der Erhebung der Bondelswarz-Hottentotten beschäftigt. Samuel Maharero hat den Zeitpunkt geschickt gewählt. So sieht die Farm Etiro bei Karibib nach dem Überfall aus. Zeitgenössische Zeichnungen und Berichte vermitteln schnell das Bild von den blutrünstigen schwarzen Bestien. In der Tat aber schonen sie grundsätzlich Frauen und Kinder. Das Gebiet von Okahandja ist das Zentrum des Aufstandes. Auf den Farmen erbeuten sie Waffen, Ausrüstung und Rinder. Die meisten deutschen Männer, die sich nicht mehr in die Festung von Okahandja retten können, fallen den Hereros zum Opfer. Die Statistik zählt in den ersten Tagen 123 Tote. Die schnellen Erfolge der Hereros zwingen Theodor Leutwein zunächst, den Kriegszustand mit den Bondelswarts zu beenden, um einen Zweifrontenkrieg zu vermeiden. Leutwein zieht 230 Reservisten ein. Trotzdem scheint er die Entschlossenheit und Kampfkraft der Hereros zu unterschätzen, wie seine ersten Meldungen nach Berlin belegen. Die Verbitterung über die vielen Opfer schlägt bei der Truppe zum Teil in Hass um. Junge, unerfahrene Soldaten, die gerade aus Deutschland gekommen waren, hatten sich gutgläubig überrumpeln lassen. Einige von ihnen liegen auf dem Missionsfriedhof von Okahandja, dort, wo auch der hingerichtete Nikodemus begraben ist. Mit der Händler-Ehefrau Henriette Diekmann liegt hier auch eine der wenigen Frauen begraben, die während des Aufstandes getötet wurden. Dies geschah gegen den ausdrücklichen Befehl von Samuel Maharero. Dieser Befehl macht auch deutlich, dass er keinen Krieg gegen die weiße Rasse führen wollte, sondern ausschließlich gegen die deutschen Männer. Neben Missionaren, Frauen und Kindern sollten weiter geschont werden Engländer, Bastards,
Bergdamara, Nama und Buren. Den Missionaren traute er zwar nicht ganz und befürchtete, dass sie die Kriegsabsichten an die Schutztruppe verraten würden. Sie zu schonen, darauf bestand er aber. An diesem Kampf waren nur Soldaten beteiligt. Und deswegen war es für Samuel Maharero nicht notwendig, Missionare oder Frauen und Kinder zu töten. Er gab an seine Kommandanten und Häuptlinge ausdrücklich den Befehl aus, derartige Vorkommnisse zu vermeiden. Nach dem Krieg sind einige Missionare und Frauen getötet worden. Aber zu der Zeit war auch alles in Unordnung geraten. Niemand hatte irgendwelche Truppen beauftragt, so zu handeln. Und auch Samuel Maharero war nicht im Land. Es gab niemals einen Befehl von Samuel Maharero, Missionare, Frauen und Kinder zu töten. Sein Vorsatz war es immer, so etwas zu vermeiden. Trotz dieser historisch belegten Tatsache prägten Bilder wie diese viele Jahre in der deutschen Heimat die Einstellung gegenüber den Negern. Welcher aufrechte Mann wollte nicht diesem armen Geschöpf zu Hilfe eilen? Kaiser Wilhelm II. Ließ eilen. Das Reich schlägt zurück. Selbstverständlich hatten dabei Macht- und Prestigefragen Vorrang. Preußens Gloria bekam einige böse Schrammen. Trotz modernsten Kriegsgeräts war dem Feind mit Disziplin und Todesverachtung im afrikanischen Busch nur schwer beizukommen. Die Monokelhelden, wie Hauptmann Franke seine adligen Offizierskameraden mal nannte, unterschätzen die Tücken des Feindes und des Landes mit seinem Wassermangel und seinen extremen klimatischen Bedingungen. Diejenigen Historiker, die heute die Völkermordtheorie bestreiten, sprechen vor allem der deutschen Schutztruppe die logistische Fähigkeit ab, einen Völkermord zu begehen. Sie haben aber auch noch andere Argumente. Frau Lau, Sie sind der Meinung, dass der Krieg zwischen den Deutschen und den Hereros kein Völkermord an den Hereros war. Können Sie uns sagen, warum nicht? Zuerst einmal muss man wissen, dass die Theorie von dem Völkermord auf einer einzigen Doktorarbeit aus den frühen 60er Jahren beruht und ist seither immer sehr unkritisch wiederholt worden und auch so oft wiederholt worden, dass es also als eine total akzeptierte Lehrmeinung gilt. Und ich habe mich jetzt daran gesetzt und bin einige von den Prämissen und den Voraussetzungen, die zu dieser Meinung geführt haben, mal nachgegangen. Ich war auch nicht die Erste, Carla Pöwe hat sich auch schon mal damit befasst. Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass sich diese Theorie überhaupt nicht halten lässt, wenn man sich erstens mal die Quellenlage betrachtet. Da sind also Hauptquellen, die Akten der Schutztruppe, die sind nicht mehr da. Die sind auch vorher noch nie benutzt worden. Da gibt es wieder verschiedene Theorien, warum die nun nicht mehr da sind, aber die haben wir nicht. Und dann ist da diese Sache, diese Völkermordtheorie beruht auch auf
den Zahlen, den Zahlenverhältnissen, Schätzungen und Zählungen vor dem Krieg und nach dem Krieg. Wenn man sich das mal etwas genauer anguckt, auch das Land kennt und wiederum guckt, auf welchen Quellen diese Zahlen beruhen, dann kann man nur sagen, es ist wirklich unmöglich, es ist unmöglich zu sagen, wie viele Leute, wie viele Hereros es vor dem Krieg gab und wie viele Hereros es nach dem Krieg gab. Die Zahlen, die gegeben werden, so schwach und undurchsichtig sie sind, sind außerdem auch sehr widersprüchlich. Also darauf kann man keine Argumentation beweisen. In der Tat hat es niemals zuverlässige Volkszählungen gegeben oder geben können. Weder die Schutztruppe noch die Zivilverwaltung wären dazu in der Lage gewesen. Am ehesten vielleicht noch die Missionare, aber auch sie konnten keinen umfassenden Überblick über das gesamte Volk der Hereros haben, weil sie nicht mit allen Stämmen Kontakt hatten. Herr Professor Drexler, Sie sind derjenige, den die Frau Lau meint. Sie waren der Erste, der mit Akten des Reichskolonialamtes das Buch geschrieben hat, das die Frau Lau jetzt kritisiert. Was sagen Sie zu den kritischen Anmerkungen? Ich beharre nicht unbedingt auf den Begriff Völkermord. Ich nenne einfach die Fakten und überlasse es dem Hörer zu entscheiden, wie er diesen Vorgang benennen will. Fakt ist doch, dass im Ergebnis der deutschen Kolonialherrschaft die Zahl der Herero von etwa 80.000 auf 15.000 bis 20.000 zurückgegangen ist. Wie man das nun benennen will, ist jedermanns Sache. Ich bin mir völlig im Klaren, dass es sich bei allen Zahlen um Schätzzahlen handelt, aber sie stammen von ausgewiesenen Landeskennern jener Zeit. Ich möchte einmal einen Vergleich heranziehen, der bisher noch nicht herangezogen wurde. Das betrifft die Ovambo, die im äußersten Norden Namibias sich in der deutschen Zeit außerhalb der deutschen Kolonialherrschaft befunden haben. In den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts waren die Ausgangszahlen sowohl für Ovambo als auch für Herero gleich, 80.000 etwa. In den 70er Jahren unseres Jahrhunderts muss man von etwa 400.000 Ovambo ausgehen, während die Zahl der Herero 56.000 beträgt. Ein Vergleich beider Zahlen macht deutlich, was die deutsche Kolonialherrschaft für die Herero bedeutet hat. Omaruru. Auch hier erhoben sich im Januar 1904 die Hereros, wenn auch mit etwas Verspätung. Die besänftigenden Einflüsse des hiesigen Missionars Dannert und des Stabsarztes Dr. Kuhn verzögerten den Aufstand um 5 Tage. Hier fand eines der entscheidenden Gefechte statt. An diesem historischen Ort treffen wir Christian Serawa, den heutigen Häuptling der Umaruru Hereros. Als Kind hat er hier oft gespielt und von den Heldentaten seiner Vorfahren gehört. Immer wieder stießen die Kinder auf irgendwelche Erinnerungsstücke. Sogar diesmal fand er noch eine Patronenhalterung eines Schutztrupplers. Die uns überlieferten Helden von den Kämpfen am Fuße des Umaruru-Berges sind keine Hereros. Es sind die deutschen Schutztruppensoldaten, die nach einem Gewaltritt am 4. Februar 1904 die deutsche Kaserne von der Umzingelung durch die Hereros befreiten. Allen voran der populäre Hauptmann Franke. Nach ihm ist dieser Turm benannt. Wo dieser Palmbaum sieht, da war diese Kaserne gewesen. Und nach rechten Seite, nach der linken Seite, war da ein Haus von Kuhn gewesen. Und im 1904 Krieg hatte die deutsche Soldat da im Haus geblieben. Umzingelt durch den Herero Soldaten. Und Gefecht haben angefangen und nachher war das Befreiung der die deutschen Soldaten durch den Hauptmann Franke.
Sind eigentlich nur deutsche Soldaten den Heldentod gestorben oder nicht eigentlich auch Herero-Krieger? Aber hier auf die Platten, das sind nur deutsche Soldaten, was den Heldentod gestorben. Welchen Tod sind denn die Hereros gestorben? Nicht den Heldentod? Der ist auch den Heldentod gestorben, aber der ist nicht hier drauf. Warum denn nicht? Das weiß niemand. Also warum kommt er nicht drauf? Er hat auch Heldentod gestorben, aber der ist nicht hier drauf. Viel von Herero hat hier gestorben, über 100 Leuten hat hier gestorben. Heldentod gestorben, aber der ist hier nicht da. Euer Name auch nicht hier. Nach dem Heldenverständnis von damals war Theodor Leutwein zu weich. Ein ganzer Kerl musste her, der die aufständischen Eingeborenen schnell und entscheidend unterwarf. So ein Kerl war nach des Kaisers Geschmack Generalleutnant von Trotha. Er löste im Juni 1904 Leutwein als Truppenkommandeur ab. Kampferprobt in China und Ostafrika verbat er sich alle politischen und taktischen Ratschläge seines Vorgängers. Er suchte eine schnelle, den Gegner vernichtend schlagende Entscheidungsschlacht. Sie sollte am Waterberg stattfinden. Samuel Maharero hatte die meisten seiner Leute hier zusammengezogen. Gegen den Widerstand des Sozialdemokraten August Bebel im Reichstag bekam von Trotha auch die Verstärkung, die er glaubte zu brauchen. Im Juni 1904 betrug die Gesamtstärke der Schutztruppe 335 Offiziere, 7.073 Unteroffiziere und Reiter mit 5.216 Pferden. Diese Zahlen standen allerdings nur auf dem Papier. Wie viel später erst bekannt wurde, war nur ein Bruchteil einsatzfähig. Krankheiten wie Typhus und Brechdurchfall dezimierten die Kampfstärke der Truppe, deren Gesamtverluste ohnehin durch Krankheiten wesentlich höher waren als durch Feindeinwirkung. Zur Schlacht am Waterberg traten schließlich 96 Offiziere, 1.488 Gewehre, 30 Geschütze und 12 Maschinengewehre an, wie es in der damaligen Militärsprache hieß. Über die Stärke des Gegners gibt es, wie gesagt, nur Schätzungen. Sie schwanken zwischen weniger als 30.000 und mehr als 50.000, womit immer die Gesamtzahl, einschließlich Frauen und Kinder, gemeint war. Als Nomaden waren es die Hereros gewohnt, ihre Familien und auch ihre Rinder dabei zu haben. Der deutsche Generalstab sprach später von 5.000 Waffen auf Seiten der Hereros. Der ehrgeizige Soldat von Trotha schlug alle Warnungen von Landeskennern, einschließlich Theodor Leutweins, in den Wind, dass seine großräumige Umklammerungstaktik nicht funktionieren und der Herero-Krieg hier nicht sein endgültiges Ende finden würde. Am Morgen des 11. August begannen die Kampfhandlungen. Nachrichtenübermittlungen per Heliograph und per Funk sowie moderne Waffen verschafften den deutschen Truppen entscheidende Vorteile. Durch Mut und Kenntnis des Geländes, unterstützt von den Anfeuerungsrufen ihrer Frauen, glichen die Hereros diesen Vorteil ihres Gegners aus. Die Kämpfe tobten bis in den späten Abend, ohne dass klar geworden war, wer eigentlich gewonnen hatte. Das schwerste Gefecht fand an der strategisch wichtigen Wasserstelle Hamakari statt. An der deutschen Gedenkstätte auf Hamakari erzählt Gerhard Sese jungen Hereros vom heldenhaften Kampf ihrer Vorväter. Wir Hereros sagen, wir haben die Schlacht von Hamakari gewonnen. Aber damals am Abend der Schlacht konnte das Volk der Hereros den Sieg nicht realisieren. Sie hätten am nächsten Morgen nur weiterkämpfen müssen. Aber die meisten von ihnen waren verschwunden und hatten sich nach Osten abgesetzt.
Samuel Maharero hatte sie noch aufgefordert, zurückzukommen und die Deutschen in den Süden zu treiben. Aber die meisten von ihnen hatten ihre Stellungen bereits verlassen. Deswegen sagen wir, die Hereros haben den Krieg in Hamakari gewonnen. Auch der deutsche Kaiser sandte keine neuen Truppen mehr hierher, um den Krieg fortzusetzen. Man kann sagen, das war die letzte richtige Schlacht. Hier und da ist noch einmal ein Herero von den Deutschen getötet worden, aber das hatte mit dem offiziellen Krieg nichts mehr zu tun. Die Entscheidungsschlacht war hier in Hamakari. Mit dem Rückzug nach Osten bzw. Südosten begann für das Volk der Hereros die eigentliche Tragödie. Die Omaheke, das sogenannte Sandfeld, war und ist so gut wie wasserlos. Hunderte und Tausende Hereros haben hier sicher einen qualvollen Tod gefunden. General von Trotha telegrafierte einen glanzvollen Sieg an den Kaiser in Berlin, obwohl seine Truppe in einem desolaten Zustand war. Die eigenen Verluste im Kampf waren zwar gering, aber auch die deutschen Soldaten hatten unter Wassermangel für Mensch und Tier zu leiden, ebenso unter Weidemangel. Trotzdem befahl von Trotha zunächst, die Verfolgung der flüchtenden Hereros aufzunehmen. Später aber ließ er dieses Unternehmen abbrechen. Im Bericht des Generalstabs liest sich das später so: Wie die kommenden Ereignisse indessen lehren sollten, wurde gerade dieser fluchtartige Abzug der Hereros nach Südosten in die zu dieser Zeit wasserlose Omaheke ihr Verhängnis. Und die Natur ihres Landes sollte ihnen ein vernichtenderes Schicksal bereiten, als es je die deutschen Waffen selbst durch eine noch so blutige und verlustreiche Schlacht hätten tun können. Von Trotha hat ganz genau gewusst, dass es in diesem Gebiet kein Wasser gibt. Ihm kam es aber sehr gelegen, dass die Hereros nach Osten abzogen, weil es sein Ziel war, das Volk der Hereros in seiner Gesamtheit zu vernichten. Als von Trotha von Tansania hierher kam, hatte er nur das eine Ziel, nämlich die Hereros gänzlich zu vernichten. In diesem Sinne musste er den Abzug der Hereros nach Osten ins Sandfeld als einen guten Einfall betrachten. Machen Sie in Ihrer Geschichtsbetrachtung eigentlich einen Unterschied zwischen der Politik von Gouverneur Leutwein und General von Trotha? Ja, da gab es einen Unterschied zwischen Gouverneur Leutwein und General von Trotha. Leutwein kam früher nach Namibia als von Trotha und hatte eine ganze Menge von den Hereros gelernt. Er war ein sehr höflicher Mann, der auch nicht daran interessiert war, dass der Krieg zwischen den Hereros und den Deutschen ausbrach. Deswegen mussten sie ihm das Kommando entziehen. Er war sehr unglücklich darüber, dass die Deutschen den Hereros den Krieg erklärt hatten, weil er keinen Grund dafür sah. Er sagte ihnen auch, was jetzt mit den Hereros geschehen würde, wäre schlecht. Niemand hatte von den Deutschen erwartet, dass sie so etwas tun würden. Knapp zwei Monate nach der Schlacht am Waterberg erließ von Trotha folgenden Aufruf an das Volk der Herero. Innerhalb der deutschen Grenzen wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen. Ich nehme keine Weiber und Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volk zurück oder lasse auf sie schießen. Man sollte das als eine Rechtfertigungsstrategie für einen totalen militärischen Misserfolg sehen. Von Trotha ist gesagt worden von seinen Beratern, unter anderem auch von Leutwein, der noch da war, dass diese Art von Schlacht nicht funktionieren würde, dass die Hereros da ausbrechen würden und dann nicht nur in die Wüste, sondern in die anderen Umgegenden flüchten würden und dass dann das deutsche Militär keinen Ansatzpunkt mehr hätte für ihre Schlachten und Kämpfe und dass damit der Krieg praktisch gelaufen sei. Und genau so ist es passiert. Die Deutschen wussten bis 10 Monate später, wussten die gar nicht, dass der Krieg zu Ende war. Die sind tatsächlich, dann mussten die den Hereros in diese wasserlosen Gebiete folgen, die sie nicht kannten.
und sind da wirklich sehr zu Schaden gekommen und haben auch nie wieder irgendein militärisches Aufeinandertreffen von irgendeiner Bedeutung geschafft herbeizuführen. Sie streiten also ab, dass es eine Strategie gegeben hat, die so zwingend war, dass die Hereros nur im Sandfeld verdursten konnten. Ja, das ist total, also fantastisch. Können Sie sich denn aber vielleicht vorstellen, dass zumindest in den Köpfen der Befehlshaber, der Kommandanten und des politischen Hintergrunds, also in dem Falle des Kaisers, schon das Bedürfnis bestand, das Volk der Hereros zu vernichten, aber es eben dann militärisch nicht möglich war? Ja, das ist eine interessante Frage und eine ganz neue Frage, die ich finde, die sollte jetzt mal aufgeworfen werden. Die bezieht sich nun nicht mit auf namibianische Geschichte in dem Sinne, sondern mehr auf, sagen wir mal, Bewusstseinsgeschichte in Deutschland. Die entstehende Rhetorik und das Nachdenken über Vernichtung, das hat es gegeben, ganz gewiss. Und das sollte man jetzt mal untersuchen, wie in den Köpfen und Herzen der Politiker, wie Sie sagen, in Deutschland diese Frage sich entwickelt hat. Man kann kaum davon sprechen, dass die Deutschen etwa den Kampf da verloren hätten, sondern aus der Optik von Trotas muss man davon ausgehen, dass die Deutschen natürlich den Krieg damit gewonnen hatten. Er hat zynisch eingeplant, dass die Herero an der schwächsten Stelle seiner Truppeneinschließung in südöstlicher Richtung durchbrechen würden, und so ist es geschehen. Es waren nicht die Verluste bei den Kämpfen am Waderberg, die so bedeutend waren. Das waren etwa 100 bis 150 Herero, die dabei umgekommen sind. Die eigentlichen Verluste traten dann erst ein in der Omahege im Sandfeld. Völkermord oder zynische Kriegsführung? Von Trotha hatte seinem mörderischen Aufruf an die Hereros noch einen an seine Truppe gerichteten Erlass hinzugefügt, in dem es unter anderem heißt, dass Schießen auf Weiber und Kinder so zu verstehen ist, dass über sie hinweggeschossen wird, um sie zum Laufen zu zwingen. Ich nehme mit Bestimmtheit an, dass dieser Erlass dazu führen wird, keine männlichen Gefangenen mehr zu machen, aber nicht zu Grausamkeiten gegen Weiber und Kinder ausartet. Die Truppe wird sich des guten Rufes der deutschen Soldaten bewusst bleiben. Trotz oder auch wegen dieses Erlasses ist es zu Übergriffen gekommen. Die Historiker streiten über das Ausmaß. Die meisten Belege sind in einer britischen Propagandaschrift gegen Deutschland dokumentiert und deswegen für einige Historiker nicht glaubwürdig. Belegt ist hingegen, dass der von Trotascher Aufruf im Herbst 1904 in Deutschland nicht nur die Sozialdemokraten zu heftigen Protesten veranlasste. Der Kaiser hielt es daraufhin für geboten, den General zur Zurücknahme dieses Erlasses aufzufordern. Gleichzeitig weist der von Trotha an, mit Hilfe der Missionare Konzentrationslager einzurichten, in denen die überlebenden Hereros zu sammeln seien. Dass die Gefangenenlager selber als KZ zu bezeichnen sind, ist meiner Meinung nach auch sehr unüberzeugend, denn da steht erst einmal wieder das Bild dahinter von einer Art Kontrolle, die die Deutschen nicht hatten. Und zweitens mal von Menschenansammlungen und logistischen Fähigkeiten, die überhaupt nicht gegeben waren. Es gibt auch Fotos, wenn man sehr sorgfältig und großzügig zählt, dann kommt man auf höchstens 600-700 Leute. Und das sieht nicht wie ein KZ aus, nicht? Nun ist da wieder die Quellenlage schlecht, wir haben keine Berichte, es war möglicherweise herrschten da furchtbare Zustände. Da sind mehrere hundert gestorben und das ist eine unabweisbar extrem tragische Zeit in der Geschichte Namibias, an der die Deutschen selbstverständlich Verantwortung und Schuld tragen. Aber diese Worte von Vernichtung und Völkermord und KZ, die sind total anachronistisch. Und nach allem, was ich sehen kann und gefunden habe, haben die mit unserer Geschichte hier in Namibia wirklich nichts zu tun. Wie erklären Sie sich dann eigentlich, dass diese These über Jahre immer wieder in Deutschland veröffentlicht wird? Da kann ich nun wenig weniger zu sagen, weil mein Gebiet namibianische Geschichte ist. Aber ich glaube, dass das damit zu tun hat, was die Deutschen unbewältigte Vergangenheit nennen. Dass diese Geschichtsphase des Dritten Reiches
wird irgendwie in vorhergehende Jahre und Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte verlegt, aus inneren Gründen, die also wirklich mit den Akten und mit der Dokumentation und den Fakten, ganz besonders was Namibia angeht, nichts zu tun hat. Und deswegen ist das umso bedauerlicher, dass das immer wiederholt wird, denn es geht ja doch jetzt schließlich irgendwann mal um namibische Geschichte und nicht um Geschichte der Deutschen und des deutschen Bewusstseins und des deutschen Leidens und der deutschen Schuld. Und ich meine, wie gesagt, damit befasse ich mich nun nicht so sehr viel nicht, aber das ist der einzige Grund, den ich finden kann, warum das nicht nur ständig wiederholt wird, sondern mit beträchtlicher Wonne direkt, mit beträchtlichem Nachdruck und emotionalem Engagement. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie man das irgendwie mit Wonne verbinden könnte. Denken wir nur einmal zurück an die Lage in den Gefangenenlagern. Dort waren ja nicht nur Männer, sondern auch Frauen und Kinder, die dort einsaßen. Und über diese Menschen haben wir ganz exaktes Zahlenmaterial in den Akten des Reichskolonialamtes gefunden. Aufgrund dieser Unterlagen ist jeder zweite Gefangene ums Leben gekommen. Nicht etwa, dass er ermordet worden sei, sondern er ist Opfer der Bedingungen in den Lagern geworden. Deutsche und namibische Geschichte. In der Kolonialzeit sind sie untrennbar miteinander verbunden. Der Waterberg wurde zum Symbol eines der dunkelsten Kapitel dieser Geschichte. Dennoch sagt Oberhäuptling Riroako, beide Gruppen, Hereros und Deutsche, betrachten einander als die einzigen Menschen, die schließlich zu einem gemeinsamen Verständnis gelangen könnten. Er sagt dies, obwohl sich die Deutschen ihrer Vergangenheit in Namibia eigentlich nie offen gestellt haben. Obwohl sie erst vor kurzem die Kraft zu dieser Geste auf dem deutschen Gedenkfriedhof am Waterberg gefunden haben. Wir Hereros haben vergessen, was in der Vergangenheit geschehen ist. Aber die Hereros und die Deutschen müssen jetzt zusammenkommen, um etwas zu tun, damit unsere Kinder und die jetzige deutsche Generation erfahren, was in der Vergangenheit passiert und was in der Zukunft zu tun ist. Und wir müssen zusammenkommen, um ein Denkmal zu errichten, das mehr aussagt und eine größere Bedeutung hat als dieses hier. We got a meaning more than this one.